So, heute ist Dienstagmorgen. Morgen Abend, am Mittwochabend, spielt der SC Preußen Münster hier gegen den MSV Duisburg. Bei mir ist Carsten Gockel, Sportvorstand. Carsten, der SC Preußen ist bekanntermaßen mit 2 Niederlagen nicht so genial in die Saison gestartet. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös seid ihr im Moment? Ach, nervös, weiß ich nicht. Wenn man so startet, wie gesagt, ist die Unzufriedenheit zumindest auf einer Skala von 1 bis 10 so bei 9. Klar, es haben sich alle erhofft, dass es besser läuft. Trainer Horst Steffen hat es gerade in der Pressekonferenz schon gesagt, bestimmte Abläufe funktionieren noch nicht. Man hat gedacht, man sei weiter. Jetzt stellt man fest, okay, es läuft noch nicht so ganz rund. Wie bewertest du das als sportlicher Leiter im Moment? Wir müssen am Ende natürlich immer die Ergebnisse bewerten und die sind nicht gut. Das bleibt dann so. Nach 90 Minuten wird abgepfiffen und wenn du dann 2x 1-0 hinten liegst oder verloren hast das Spiel, dann ist es einfach nicht gut. Das gibt viele Sachen, die natürlich im Spiel gut sind und die sehen wir auch. Und diese Entwicklung wird die Mannschaft nehmen. Diesen Optimismus verlieren wir ja nicht. Aber wir müssen halt auch sehen, dass wir nach 90 Minuten was Zählbares erreicht haben. Und daraus da kann sich keiner vor flüchten und da kann keiner vor weglaufen. Wir müssen innerhalb der nächsten 90 Minuten jetzt am morgigen Abend müssen wir alles investieren, um die 3 Punkte hier zu behalten im Preußenstadion. Dann hätten wir nach 3 Spielen 3 Punkte. Dann haben wir zwar immer noch den Fehlstart mit den 2 Niederlagen am Anfang, aber das würde uns ein bisschen relativieren. Wie nervös reagiert der Verein auf die Unruhe, die jetzt von außen wieder hineingetragen wird? Ich würde mal behaupten, gar nicht, weil die Unruhe, ich verstehe das. Wir haben uns auch andere Sachen vorgestellt. Wir hätten auch lieber mit 2x 1-0 gewonnen. Nur wir sind sehr überzeugt von dem Weg, den wir hier gemeinsam gehen. Wir sind sehr überzeugt von dem, was Horst Steffen mit seinem Trainerteam hier abliefert. Und die Mannschaft zeigt auch, dass sie dieser Sache folgen will. Und die Ergebnisse stimmen nicht. Da müssen wir nicht drum rumreden. Das ist so. Und daran müssen wir arbeiten. Und daran arbeiten die aber auch und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass sich das auch verändern wird. Horst Steffen ist immer relativ klar in seiner Ansprache und kann relativ gut bestimmen, an welchen Stellen es noch hapert, warum die Ergebnisse bisher noch nicht so ausgefallen sind, wie er hofft. Was denkst du, wo im Moment so diese grundsätzliche Schwachstelle im Spiel des SC Preußen noch liegt? Insgesamt würde ich sagen, die Durchschlagskraft so gerade im Spiel nach vorne, weil ich glaube schon, dass wir auch gezeigt haben, dass wir das Spiel kontrollieren können. Sicherlich haben wir einfache Fehler gemacht, auch jetzt gerade in Rostock im hinteren Teil, wo man normalerweise keine Fehler machen darf im Spielaufbau, den Gegner einfach zu Toren eingeladen, aber insgesamt glaube ich eben, dass wir nach vorne etwas zielstrebiger sein müssen, unseren Abschluss suchen müssen. Wir haben schussstarke offensive Spieler, die müssen noch mehr in Szene gesetzt werden oder sich selbst mehr in Szene setzen und ich glaube aber, dass auch wenn dann mal 1-2 Tore fallen, dass dann auch so ein bisschen der Knoten platzt und wir das auch dann sehen werden von der Mannschaft. Jetzt müssen wir einmal noch über diese Personalie Amaury Bischoff sprechen. Ihr wollt das Thema gerne abhaken. Ihr habt mit dem Spieler gesprochen und er ist grundsätzlich wieder bereit und kann auch am Mittwoch im Kader stehen, wird wahrscheinlich im Kader stehen. Schätzt das bitte für uns noch einmal ein. Wie ist diese Situation gelaufen? Wie bewertest du das? Hat das irgendwie der Mannschaft geschadet oder was ist da eigentlich genauso passiert, damit wir das ein bisschen verstehen können? Gut, ich denke schon, dass Amaury eben die Situation verarbeiten musste, nicht mehr Kapitän zu sein, auch im ersten Spiel nicht von Anfang an zu spielen. Er hat gebraucht, das für sich zu verarbeiten, hat das auch klar geäußert und damit mussten wir eben umgehen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er bereit ist, alles reinzuhauen und das konnte er nicht so zum Ausdruck bringen. Und deswegen sind die Entscheidungen dann so getroffen worden, ihn auch nach Rostock gar nicht erst mitzunehmen. Jetzt haben wir das nochmal besprochen, auch mit ihm und deswegen werden wir jetzt zusammen neu anfangen sozusagen. Und er hat auch signalisiert, dass er bereit ist dafür. Amaury ist ein starker Spieler für uns. Der kann mit seinen Fähigkeiten Spiele entscheiden, aber dafür muss er sich eben auch voll einbringen. Und das wollen wir jetzt wieder von ihm sehen. Aber das Thema ist jetzt erstmal abgehakt und ihr schaut jetzt voraus und das Thema ist vom Tisch. Genau. Also das Team steht im Vordergrund. Das ist ja das, was wir ohnehin hier für uns viel, viel mehr noch leben wollen, dass die Mannschaft im Vordergrund steht. Wir haben einen Trainerstab und jetzt einen Trainer verpflichtet, der ganz extrem über diese Variante kommt. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie sehr das am Ende den Ausschlag gibt, wenn du als Mannschaft gut funktionierst. Die dritte Liga ist verdammt eng. Qualitativ wissen wir das. Aber die Mannschaften, die sich als Team auch verstanden haben, die als Mannschaft auf dem Platz agiert haben, die waren am Ende immer vorne. Und das möchten wir gerne hier bei uns haben. Und insofern, jetzt steht die Mannschaft im Vordergrund. Morgen muss eine mannschaftlich geschlossene Leistung her gegen Duisburg und dazu sollte jeder beitragen. Ihr habt für morgen 5.800 Karten verkauft. Das ist ja gegen Duisburg eher enttäuschend. Ihr rechnet jetzt so mit 7.500 Zuschauern. Nicht gerade das, was wir vor der Saison vom Derby gegen, Duell gegen den MSV Duisburg erwartet haben, oder?
Ja, hört sich klangvoller an irgendwie, ne? Preußen-Münster gegen MSV Duisburg, dann denkt man eigentlich an ein volles Stadion. Klar, aber dazu müssen wir auch unseren Beitrag leisten, das wissen wir. Mit einem etwas anderen Start hätten wir da vielleicht mit den anderen mehr zu animiert, jetzt zu kommen. Ich hoffe trotzdem, dass morgen viele kommen. Es ist ein Abendspiel, das Flutlicht ist an. Normalerweise ist es dann immer schwer, gegen uns zu spielen. Also ja, ich hoffe, dass ganz, ganz viele kommen und vielleicht doch eine 8 vorne steht. Und dann könnten wir zufrieden sein. Gut, wir werden das morgen nach dem Spiel bewerten. Carsten Gockel, Dankeschön. Okay, danke.